In einem Atom mit einem Atomkern und Elektronen außenrum entstehen die charakteristischen Röntgenstrahlen, wenn das Elektron rausgeschlagen wird durch ein anderes und hier eins nachfällt und dann hier entsprechend Elektronenstrahlen rauskommen. Und die haben einen ganz bestimmten Übergang und die Elektronenübergangsenergie. Und diese Elektronenübergangsenergie können wir auftragen in einem Diagramm, wo die Elektronenübergangsenergie, also die E-Übergangsenergie, aufgetragen ist auf der Y-Achse in zum Beispiel Kiloelektronenvolt und auf der X-Achse ist die Ordnungszahl Z aufgetragen. Und wenn wir das machen, dann sehen wir, dass die K-Linien liegen ungefähr hier. Also die K-Linien, davon gibt es ja mehrere. Also da gibt es einige, die hier so zusammenliegen, also K-Alpha, Beta, dann oder Gamma, dann gibt es noch Satellitenlinien und so weiter. Die M-Linien liegen dann ungefähr hier, auch mit entsprechend mehreren. Und die L-Linien und die M-Linien liegen dann noch weiter oben. Irgendwo hier liegen die M-Linien, auch ganz viele davon. Und jetzt schauen wir uns mal eine einzige Energie an. Also diese Energie zum Beispiel. Lass das mal sowas wie 3 sein, also mit der Einheit hier dann 3 keV. Und dann ziehen wir hier einfach mal einen Strich rüber. Und das heißt jetzt, dass alle, die das ist jetzt eine ISO-Übergangsenergielinie, das heißt, die haben alle die gleiche Übergangsenergie. Also diese K-Linie hat die gleiche Übergangsenergie wie diese K-Linie, diese L-Linie hat die gleiche Übergangsenergie wie diese K-Linie oder wie diese M-Linie und so weiter. Das heißt, sie haben alle die gleiche Übergangsenergie. Und mit der gleichen Übergangsenergie haben die auch alle die gleiche Wellenlänge. Und die gleiche Wellenlänge bedeutet, wenn wir ein Spektrum angucken, hier auf der X-Achse ist jetzt, nehmen wir mal aus der Mikrosonde diese Millimeter, also diese L-Value, wie genannt wird bei Kameka, das ist dann in Millimeter, wie der Detektor hoch und runter fährt. Und hier ist die Intensität von Linien. Dann würde jetzt die Linie, die hier liegt und die, die meinetwegen hier liegt, im Spektrum so aussehen. Das wäre die eine Linie. Und dann manchmal ich mache die mal in Gelb, dann hat die gleiche Farbe wie im Diagramm rechts oben. Und dann in Grün die K-Linie dazu. Und die K-Linie würde dann praktisch auch so aussehen. Vielleicht ein ganz klein bisschen verschoben. Die Energien sind manchmal so ein ganz klein bisschen. Es muss ja auch direkt an der Stelle ein Element liegen. Ja, hier unten ist ja Z aufgetragen. Es ist ja nicht gesagt, dass genau an der Stelle jetzt da immer die Ordnungszahl 33 ist und hier ist die Ordnungszahl 12, sondern die Ordnungszahl 33 ist vielleicht ein ganz klein bisschen verschoben nach da. Das heißt, wenn die Ordnungszahl 12 exakt hier ist, ist die Ordnungszahl 33 vielleicht so ein ganz klein bisschen daneben, sodass die Energien nicht absolut identisch sind. Das heißt, die beiden Peaks liegen so ganz leicht nebeneinander, aber sie liegen deutlich, oder sie überlappen deutlich. Und das nennen wir dann eine Interferenz. Also das ist eine Linieninterferenz. Und das ist natürlich ein Problem, denn wenn wir den Peak messen wollen, dann messen wir offensichtlich immer Anteile von dem mit. Denn wenn wir die beiden hier einmal addieren würden, dann würde irgendwas in der Richtung rauskommen, dass es hier dann hochgeht. Ab der Stelle fangen die an, sich zu addieren. Das heißt, der Gesamtpeak sieht irgendwie so aus. Das bedeutet, wenn man jetzt an dieser Stelle hier misst, misst man also diesen gesamten Anteil, den hier, den Peak, den man eigentlich messen will, plus diesem Anteil hier. Das heißt, der kommt hier oben drauf und sie liegen halt irgendwo da ungefähr, wo diese rote Linie ist. Und dagegen können wir nichts machen. Das Einzige, was wir machen können in dem Moment ist, dass wir eine andere Linie messen, dass wir also nicht diese Linie messen, was vielleicht eine K-Alpha-Linie ist, sondern eine K-Beta-Linie, die irgendwo anders ist, aber eben geringer. Ja, die K-Beta-Linie ist vielleicht nur so hoch und dann müssen wir eben gucken, ob das passt oder nicht. Die andere Möglichkeit, die wir machen können, ist eine Interferenzkorrektur. Das heißt, hier haben wir wieder die
den einen Peak und nicht besonders schöne Peaks und den anderen Peak. Und dann messen wir genau diese Höhe hier, die relative Höhe und diese Höhe hier. Und dann wissen wir, dass der Anteil von Grün an dem Gesamtpeak, der irgendwo hier drüber liegt, also das wäre der Anteil von Grün hier dran, dass dieser Anteil vielleicht immer 30% ist. Das heißt, wenn wir auf diesen Peak hier messen, den wir eigentlich haben wollen, diesen hier, dann messen wir immer 30% zu viel. Und diese 30% können wir dann abziehen. Das ist natürlich nicht so ganz genau, weil da immer die Matrixkorrektur mit dazu kommt und die natürlich von der Matrix drumherum abhängt und da auch ein gewisser Fehler reinkommt. Deshalb ist es nie hundertprozentig. Aber es funktioniert, wir können das machen. Also bekannte Interferenzen sind zum Beispiel Titan, Vanadium, Titan plus, also Titan, Vanadium oder Chrom, Vanadium, da hat man so Probleme. Auch bei Eisen und Fluor kann man solche Probleme haben. Dann Wolfram und Tantal, glaube ich, und so weiter. Also da gibt's, das sind immer die, die eben oftmals sehr nah beieinander liegen, die haben dann auch sehr ähnliche Energien, beziehungsweise hier in dem Fall ist es ja nochmal anders, das sind dann so K mit L-Linien oder sowas, die dann mal Interferenzen haben können, das ist dann bei Eisen und Fluor beispielsweise der Fall. Also auf diese Interferenzen müssen wir unbedingt achten, wenn wir unser Messprogramm aufstellen. Wir können dafür korrigieren, idealer ist es, wir finden einen anderen Peak, der ein bisschen daneben liegt, muss man je nachdem etwas anpassen.